Schon im September gibt es kühle Nächte, die keiner gern auf einer Bank verbrächte, der nicht dafür gerüstet. Darum hat, weil er ein Kenner, sich mit der Zeitung wenigstens bedeckt, der Penner. Der Paul erspäht mit Freuden eine leere Bank und denkt sich, halt, ich will noch rasch den Wecker stellen. Es dauert der Blick zur Turmuhr zwar nicht lang, doch zwar nicht lang, ist schon zu lang in manchen Fällen. Er weiß nicht, was das heißt, dass nur bekannt sie sind. Doch dass die Bank besetzt ist, das sieht jedes Kind. So muss der Paul sich, wenn auch unter Grollen, zu einem öffentlichen Nachtasyle trollen, wo man pro Bett nur 25 Cent erhebt. Ein Rauswurf mangels eines einzigen den Kreislauf neu belebt. Zur Nacht der Feze wird gebeten im Plaza Ritz Hotel, wohin der Paul in Übernachtungsnöten und pantermüd gelaufen schnell. Auf einem Riesenkanapee im Vestibül bereitet unser Paulchen sich den Schlummerpfühl. Doch mit dem Schlummern ist es sehr bald aus. Sogleich erscheint ein Mann und weist ihn aus dem Haus. Denn es bewahrt in einem solchen feinen Laden ein Detektiv die feinen Leute vor Schaden, Entführung, Diebstahl und dem Pöbel von der Straße. Der ganz spezielle hier heißt Kuno Schnüffelnase, der jede krumme Tour sofort durchblickt, wodurch des Paulchens nächster Trick missglückt. Es hat Herr Schnüffelnase zweimal hingeguckt, als unterm Tischtuch vorverräterisch was zuckt, das länglich ist, bepelzt und rosa. Gleich weiß der Detektiv, das ist nicht Marquis Posa, der unterm Tischtuch sich verkrochen. Oh nein, der hat den Braten längst gerochen und dennoch landet er trotz blendendem Verstand im Korridor an einer harten Wand. Dieweil der Paul ins Zimmer geht mit einem dicken Mann, was Schnüffelnase doch entgeht, weil er nichts sehen kann. Es hat sich zur Dämpfung des Schnarchens erwiesen als völlig unbrauchbar das Sofakissen. Es denkt sich Paul, hier mache ich doch kein Auge zu, ich gehe woanders hin. Er macht die Türe auf, nanu, da schnarcht auch einer auf dem Korridor. Er kann nicht raus, denn Schnüffelnase sitzt davor. Ach, mal überlegen, was hier helfen kann. Na klar, ich ziehe dem Dicken seine Hosen an. Es neigt der Mensch dazu, beim Wüten oder Hassen, wenn möglich, Wut und Hass an Dingen auszulassen. Es stürzt aufs Beinkleid sich Herr Schnüffelnase, zerpflückt in Fetzen es mit albernem Garase, wodurch natürlich es den Zorn erweckt des Herrn, der in der Hose hat gesteckt. Der Detektiv muss mit Erbleichen und halb bekleidet seitwärts weichen. Esst Obst, so heißt es, und ihr bleibt gesund. Vermutlich heißt es das nicht ohne Grund. Nur sollte, wer das heimlich tut, damit es heimlich bleibt, niemals vergessen, dass zu entfernen ist, was übrig bleibt an Apfelkröpfen und Bananenschalen beim Fressen. Und außerdem kann man durch lautes Schmatzen sich leicht verraten und alles verpatzen.
Es war Herrn Schnüffelnase hier kein Glück beschieden. Grad denkt das Paulchen, ziehe hin in Frieden. Da siehe, ruht sein Blick auf einem Schild und was da angekündigt eben aus dem Taxi quillt. Es treffen sich im Plaza Ritz zu Paulchens großer Qual. Zu einem Feste, Detektive, 100 an der Zahl.